spät, genau die richtige Zeit für München. Was macht ihr? Ihr wollt doch nicht schlafen gehen. Na, ich würde höchstens noch eine Kleinigkeit essen. Ja, oder ein Bierchen trinken. Einmal im Jahr kommen wir nach München, da wollt ihr nichts anderes als ein Bier trinken. Na, was willst du denn machen? Da fragst du noch? Die hübschesten Mädchen Deutschlands sind in München. Ich lade euch ein, wir gehen da irgendwo hin. Ja, danke für die Einladung, aber ich glaube, daraus wird nichts. Ja, wieso wird da nichts draus? Du sitzt doch immer das Gleiche. Du sitzt rum und trinkst und am Schluss ist gar nichts. Das wollen wir erst mal sehen, oder? Ja. Du siehst aber, es läuft nichts. Und wenn du dir was vornimmst, geht's daneben. Na, dann gib da nicht gleich auf, gehen wir eben weiter. Du bist da ein Lokal neben dem anderen. Hast du es so nötig? Nötig, nötig. Ich habe mir irgendwas vorgestellt für heute Nacht. Also gehen wir weiter. Zahlen! Zwei Whisky und zwei Bier, 14,90. Hotel. Mir reicht's. Ja, ich auch. Komm doch mit, hier reißt du doch nichts mehr auf. Wenigstens gehen. Ihr seid vielleicht traurig. Ah, ja. Läuft da nix. Siehst du da, oder willst du eine Nutte auftreiben? Ach, warum nicht? Hey, seht mal die Kleine da. Ja, sehr hübsch. Du kannst doch keine Kinder anquatschen. Warum? Weil die auf ihren Vater wartet. Auf den Freier wartet die, dass ihr keinen Blick dafür habt. Na ja, dann mal viel Spaß. Wir hauen ab. Na ja, schieb ab. Also, bis morgen. Gute Nacht. Sag mal, warum in unser Auto stehen? Um die Ecke. Ah, ja. Warten Sie auf jemanden? Kann sein. Was heißt denn hier kann sein? Kommt drauf an. Sie sind gut. Auf was kommt's an? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommt's aufs Geld drauf an? Na, kommt's darauf an, das hab ich. Dann ist ja gut. Wie viel willst du? Sag mal, bist wohl neu hier. Machst du das zum ersten Mal? Hauen Sie doch ab, wenn Sie nicht wollen. Dann gehen Sie doch nicht gleich so hoch, Menschenskind. Geht doch in Ordnung. Wo gehen wir denn hin? Haben Sie einen Wagen da? Ja, hab ich, klar. Eine Parkgarage. Wo wohnst du? Nicht weit. Soll ich ihn holen? Ja, gut, ich warte hier. Ja. Bis gleich. Ich hab da noch meine Cousine getroffen. Können wir die nicht zuerst nach Hause bringen? Meine Cousine? Aber wo wohnten die? Nicht weit, in der Wiedenmeierstraße. Kann die nicht zu Fuß gehen? Na schön. Kommen Sie, steigen Sie ein. Morgen, Rehbein. Morgen. Du, Robert. Soll ich einen Mantel anlassen? Ja, woher weißt du? Ich riech's wahrscheinlich, wenn was passiert ist. Was ist passiert? Ein Toter gefunden an der Isar. Ertrunken. Erschossen. Erwin ist schon da. Einer wieder. 1,20 Meter. Morgen. Morgen. 2 Meter. Kopfschuss. 2 Meter. Ist er hier erschossen worden? Nein, da drüben in seinem Wagen. 1,30 Meter. 1,60 Meter. Der Täter hat den Toten aus dem Wagen gezogen und dann darüber geschleift. Das sieht so aus, als wollte er den Toten in die Isar werfen, aber aus irgendwelchen Gründen ist es nicht dazu gekommen. Papiere? Ja, die liegen vorne im Handschuhfach. Der Mann heißt Heinz Brenner und kommt aus Nürnberg. Werbegrafiker, die haben gerade eine Tagung in München. Geld? Nein, hat nicht eine Mark in der Tasche. Er ist also am Steuer erschossen worden? Ja. Gibt es eine Bremsspur? Nein. Gibt es Zeugen? Ja, wir haben gefragt, aber es hat niemand was gesehen oder gehört. Wem gehört denn der Wagen? Er ist sein eigener. Er hat an einer Tagung teilgenommen, sagst du? Ja, anscheinend. Läuft die Tagung noch? Bis morgen. Wenn wir das geahnt hätten, dann hätten wir ihn doch nie alleine gelassen. Also jetzt mal der Reihe nach.
Sie sind also losgegangen und Ihr Freund Brenner wollte noch unbedingt was erleben. Ja. Tja, der wird richtig aufgedreht. Er sagte, einmal im Jahr kommen wir nach München und da müssen wir doch was losmachen. Was wollte er losmachen? Er war scharf auf ein Mädchen. Wir haben ja nichts dagegen gehabt. Im Gegenteil, wir hätten sogar mitgemacht, wenn sich was ergeben hätte. Wir sind ja durch mehrere Lokale gezogen, aber es war einfach nichts los. Ich fragte ihn auch, willst du vielleicht eine Nutte auftun? Und er sagte, ja, warum nicht? Ja, nun mal langsam. Sie kamen aus dem Lokal heraus. Ja, und dann sagte er, schaut euch mal die Kleine an. Da stand ein junges Mädchen. Wie alt? Wie alt? Mein Gott, das kann ich nicht genau sagen. Sie sah unwahrscheinlich jung aus, fast wie ein Kind, aber sie war natürlich kein Kind mehr. Und ich sagte ihm auch gleich, Mensch, die wartet doch auf irgendjemand, das ist doch keine Nutte. War es keine? Das war mein Eindruck. Und Ihre? Sie sah nicht aus wie eine Nutte. Hat Ihr Freund Brenner das Mädchen angesprochen? Angesprochen hat er sie bestimmt. Haben Sie das gesehen? Nein, gesehen habe ich es nicht. Können Sie das Mädchen beschreiben? Ja, braune Haare, kurz geschnitten, sehr schlank. Ich glaube, ein langer Mantel und Stiefel trug sie nicht. Ja. Ja, sie sah eigentlich sehr nett aus. Wie viel Geld hatte Ihr Freund bei sich? Genug. Er hatte uns ja eingeladen, bezahlte immer. Und ein paar hundert Mark hat er bestimmt dabei gehabt, die habe ich gesehen. Gut, dann werden wir jetzt versuchen, von dem Mädchen ein Phantombild anzufertigen. Ja, so ungefähr. Aber ich meine, besser geht's nicht, meinen Sie? Ja, genau. Naja, wissen Sie, es war ja auch nicht so hell da. Aber das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. So ein junges Mädchen? Tja. Hübsch, nicht? Hm? Wir sind dran, Kramer. Bis nächste Woche. Der nächste, bitte. Na, kommt schon. Grüß Gott, Mutti. Ihr seid aber spät. Entschuldigen Sie bitte, Frau Doktor. Jetzt geht in die Küche, Frau Sasse wartet schon. Bitte schön, entschuldigen Sie. Nee. Bitte nach dem Essen. Ja, wie seht ihr denn aus? Also Marsch, erst mal in die Badewanne. Warum kommt ihr eigentlich immer so dreckig nach Hause vom Spazierengehen? Hm? Komm. Nutte oder nicht, das ist hier die Frage. Natürlich war es eine. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, eine positive und eine negative. So, jetzt haben wir entscheiden uns dann für die negative. Sind Sie der Geschäftsführer? Ja. Wir hätten Sie gern gesprochen. Ja, geh mal in die Küche. Haben Sie so einen Typ hier gesehen? Nein. Haben Sie sich das Bild genau angesehen? Ja, deswegen sage ich ja nein. Sie sagen nein, weil Sie keinen Ärger haben wollen. Sehen Sie sich das Bild mal ganz genau an. Was ist passiert? Ich will Sie nicht beeinflussen. Haben Sie das Mädchen gesehen oder nicht? Schauen Sie, ich tue Ihnen den Gefallen und sehe mir das Bild genau an, aber... Tut mir leid. Das Mädchen war nicht gestern Abend hier im Lokal. Kann sein, kann nicht sein. Ich habe das Mädchen hier nicht gesehen. Ganz jung, nicht? Fast noch ein Kind. Na, ich lasse doch keine Kinder rein. Ja, schon gut. Danke. Man freut sich immer wieder über die Mitarbeit, nicht? Gibt's hier Nutten? Die gibt's wie überall. Ist jetzt eine im Raum? Die haben doch kein Lokalverbot. Die kommen rein wie jeder andere auch. Die da drüben zum Beispiel. Guten Abend. Könnten wir miteinander ein Wort sprechen? Warum nicht? Auch zwei. Ja, dann nehmen Sie bitte Platz. Kennen Sie das Mädchen? Was seid ihr denn für welche? Scheiß Bullen. Ich gehe hier ganz friedlich rum und weiß nicht, warum ihr mich anquatscht. Ob Sie das Mädchen kennen? Ich erkenne grundsätzlich niemanden. Weil ich einen Augenfehler habe. Keine Aufregung. Es handelt sich nur um Mord. Ihr macht einem vielleicht Laune. Also war dieses Mädchen gestern Abend hier? Wer soll denn das sein? Eine Kollegin. Kenne ich nicht. Tut mir leid, nie gesehen. Was ist denn hier los? Hast du Schwierigkeiten? So Schwierigkeiten? Das sind Bullen. Da Sie gerade da sind, kennen Sie dieses Mädchen. Worum geht's denn?
Das spielt doch keine Rolle. Mord ist es, sagen Sie. Hast du gesagt, du kennst sie? Bin ich verrückt? Darf ich mal? Ja, bitte. Die? Nie gesehen. Oh weh, rief der arme Gluck aus und blickte den Rauchfang hinauf, ob er ihn noch sehen könnte. Aber der König des Golfstroms hatte sich schon in Luft aufgelöst. So, das wär's jetzt heute. Eine? Nein, heute nicht mehr. Guten Abend, schlafe gut. Schlaf gut. Ich wusste gar nicht, dass du noch da bist, Renate. Hast du ihn wieder so lange vorgelesen? Mhm. Es wird schon dunkel draußen. Ich kann dich jetzt nicht alleine nach Hause schicken. Ach doch, das kann ich gut. Das macht nichts. Nein, es wird immer unsicher auf den Straßen. Geh, hol deine Jacke. Sie sollte den Kindern nicht so viele Märchen vorlesen. Besser als Fernsehen. Da bin ich nicht so sicher. In Märchen geht es manchmal ganz schön brutal zu. Aber es sind Märchen. Na? Komm, ich fahr dich schnell rum. Deine Mutter wartet schon auf dich. Vielen Dank, Frau Doktor. Wiedersehen. Wiedersehen, Renate. Guten Abend, Renate. Guten Abend. Willst du nicht mit reinkommen? Nein, ich will rauf. Was trinken? Nein, ich will nichts trinken. Ist meine Mutter oben? Ja, die ist oben. Warum willst du nicht mit reinkommen? Lassen Sie mich los. Aber spät. Sie haben mich nicht eher weggelassen. Das ist ja Ausbeutung. Für das bisschen Geld bist du da von mittags bis in die Nacht. Bringst du die Kinder auch noch ins Bett? Ja, ich bringe sie auch ins Bett. Also das können die von dir nicht verlangen. Da kannst du dich auch gegen wehren. Die können ja wohl allein ins Bett gehen. Musst du die noch ins Bett tragen? Hast du was gegessen? Nein. Hast die Kinder nicht mal was zu essen? Doch, sie wollten, aber ich habe gesagt, ich habe keinen Hunger. Und hast du keinen Hunger? Nein. Wenn du nicht willst. Ich gehe dann, ja? Okay. Wir kommen nicht weiter. Das Mädchen ist einfach nicht auffindbar. Wir sind wirklich wochenlang jeder Spur nachgegangen. Wir haben auch zu wenig in den Händen. Vielleicht machen wir einen Fehler. Wir suchen immer unter den einschlägigen Damen des Gewerbes und sie gehört gar nicht dazu. Aber die Zeugen sagen doch, ja, dass auch Brenner kann sich irren. Er dachte, er spricht eine Nutte an und sie war es gar nicht. Sie tat nur so. Das würde ja bedeuten, dass sie ein Lockvogel war. Bei der Beschreibung dieses jungen Mädchens? So jung, dass sie wie ein Kind wirkte? Sieht so eine Mörderin aus, die einem Mann aus nächster Nähe eine Kugel in den Kopf schießt? Nein, Chef, aber wenn sie keine Nutte ist, wo suchen wir sie dann? Wir kennen nur ein Lokal, das, in dem sie war. Aber es kommt natürlich auch jedes andere Lokal in Frage. Ach, da fällt mir was ein. Erwin! Ja? Sag mal, ich habe gehört, dass du in jüngster Zeit, na, wie soll ich nennen, so Lokalinspektion auf eigene Faust machst? Wer sagt denn das? Bist du nicht unentwegt in dem Lokal, vor dem Brenner das Mädchen aufgetrieben hat? Ja, ich denke mir, die läuft mir vielleicht mal über den Weg. Seit wann machst du das? Ja, seit einem Monat. Aha, du rechnest also mit dem Zufall. Du, das ist ein schwerer Fehler in unserem Beruf. Es gibt den Zufall, aber man soll nicht damit rechnen. Wir könnten ja zu Ihnen gehen. Wo wohnen Sie denn, wenn Sie allein wohnen? Sie haben mir gesagt, Sie wohnen allein. Hm? Ja, ich wohne allein. Eigene Wohnung, sturmfrei. Aha. Ich möchte aber nicht nach Haus. Ja, nur, wir könnten ja auch zu mir gehen ins Hotel. Was für ein Hotel ist denn das? Hier, ganz in der Nähe. Ja, der Portier, wenn Sie davor Angst haben, der guckt weg. Kriegt ein gutes Trinkgeld, dann sieht er nichts. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe keine Lust. So was weiß man doch, ob man Lust hat oder nicht. Jetzt ziehen wir schon durch das dritte Lokal. Was weiß ich, was Sie sich davon versprechen? Nur was wohl? Ich gehe mich mal kämmen. Ja.
Vielleicht habe ich der nicht genug geboten, ne? Weiß ich nicht. Kennen Sie die? Nein. Ich weiß nicht. Ich komme irgendwie nicht zurecht mit der. Sind Sie allein hier? Ja. Wenn Sie allein hier sind, was suchen Sie denn hier? Vielleicht suchen wir beide dasselbe. Ich habe keinerlei Verpflichtung. Die kann ich sausen lassen. Gehen wir zusammen weiter? Wenn Sie wollen. Ob ich will? Doch, ob ich will. Na klar. Den ganzen Abend will ich schon. Wie machen wir das jetzt? Passen Sie auf. Sie gehen voraus nach draußen. Warten, bis ich komme. Bis ich die losgeworden bin. In Ordnung? Jetzt. Sie müssen schon was sagen. Ja oder nein? Ja, ist gut. Bitte zahlen. Na komm, das mache ich schon. Ich möchte die Rechnung. Sie bezahlen? Ich möchte aber noch nicht gehen. Deshalb zahle ich ja. Ach, hoffentlich hauen die nicht ab. Hast du gesehen, wie schnell ich da raus bin? Die hat vielleicht ein dummes Gesicht gemacht. Jetzt mal Tacheles. Du weißt, was ich will? Ja, du, weißt du oder weißt du nicht? Ja, ist gut. Ja, schau, ich bezahle auch dafür. Aber ich finde, wir sollten uns vorher einigen, damit jeder Bescheid weiß. Hm? In Ordnung. Ja, wie in Ordnung? Wie viel willst du? Ja, komm, du musst dich äußern. Ja, also... Ach, komm, wenn wir uns schon einig drücken. Ja? Wohin fahren wir? Zu dir? Ich habe meinen Wagen da. Ich muss noch zuerst meine Cousine nach Hause bringen. Die Cousine? Naja, ich habe sie eben getroffen. Sie wollte mich abholen. Wo muss die denn hin? Nicht weit. Sein muss. Ist die das? Ja. Kommen Sie doch her! Warum steht diese schüchtern da? Ich fress sie doch nicht. Kommen Sie, mein Wagen steht da vorne. Der Fahrer ist am Steuer erschossen worden. Er wurde aus dem Wagen gezogen. Seine Taschen sind durchsucht worden. Das Geld fehlt. Er hatte keinen Pfennig bei sich. Wie im Fall Brenner. Sieht nach demselben Täter aus. Also auch Kopfschuss. Wie gehabt. Herr Keller, ja? Kam der Wagen in die Verwahrstelle? Ja, vielen Dank, Herr Graf. Wiederschauen. Wiederschauen. Wie heißt der Tote? Hans Deichsel aus Passau. Er wohnt hier im Hotel Drei Lilien. Seit wann? Seit 2 Tagen. Ja, der hatte eine Rechnung in der Tasche über 24 Mark. Ist auf dem Werbeblock einer Brauerei geschrieben, aber leider steht das Lokal nicht drauf. Also diese Brauerei beliefert allein in München weit über 100 Lokale. Da gibt es nur eins. Wir müssen von Lokal zu Lokal den Kellner oder die Kellnerin finden, die das geschrieben hat. Schrift, die Zahlen. Zahlen, die ich schreibe, erkenne ich doch wieder. Weißt du, durch wie viele Lokale du musst? Es sind genau 121 Lokale. Also für jeden von euch 40, den Rest übernehme ich. Ja, das habe ich geschrieben. Was? Ja, was ist damit? Sie, seit 3 Tagen laufen wir durch zig Münchner Lokale, um den zu finden, der diese Rechnung geschrieben hat. Na, wozu denn? Und Sie sagen jetzt ganz einfach, das habe ich geschrieben. Sind Sie ganz sicher? Na, ich weiß doch, wie ich meine Zahlen schreibe. Außerdem gebrauche ich diese Art von Blog. Da muss ich Sie noch was anderes fragen. Kennen Sie diesen Mann? Ist dieser Mann tot da? Ja. Ja, der hat vor 3 Tagen dort gesessen und ich habe ihm diese Rechnung ausgeschrieben. Und Sie wissen ganz genau, dass er hier bei Ihnen war? Ja, ganz ohne Zweifel. War eine Frau in seiner Begleitung? Ja. Diese? Nein, die war älter. Die kommt öfters hierher. Ich weiß zwar nicht ihren Namen, aber sie kommt so 2-mal die Woche. Sind die beiden zusammen weggegangen? Nein, schauen Sie. Dieser Mann hier, der hätte sie ganz gerne abgeschleppt. Er hat sich das sogar was kosten lassen, aber irgendwie wollte die nicht. Tja. Hat er gezahlt, hat sie sitzen lassen und sie ist ab. Und die kennen Sie nicht? Nein. Hallo, mein kleiner Schatz, da bist du ja wieder. Oi!
Gratchen. Entschuldigen Sie bitte, Frau Doktor. Das macht ja nichts. Weißt, ich freue mich, dass du dich so gut mit den Kindern verstehst. Sie lieben dich und darüber bin ich sehr froh. Es tut mir nämlich sehr leid, dass ich mich so wenig um meine Kinder kümmern kann. Weil er mich angesprochen hat. Er hat mir erzählt, er wäre aus Passau und fremd in München. Und wo man denn hier hingehen kann. Was habe ich ihm gesagt, wo man hingehen kann. Und Sie sind mitgegangen. Na, ist ja nicht verboten, oder? Nein, nein, das wirft Ihnen ja auch niemand vor. Sie sind also mit ihm durch mehrere Lokale gezogen. Was heißt gezogen? Ich bin halt mit. Der Mann wollte doch was von Ihnen. Natürlich wollte er. Er wollte sich mit ihm in sein Hotel fahren. Das habe ich aber abgelehnt. Tun Sie sowas nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Wir haben uns erkundigt. Sie sind sonst durchaus nicht abgeneigt, in solchen Fällen mitzugehen. Bei wem haben Sie sich erkundigt? Das spielt im Moment keine Rolle, aber Sie lassen sich ansprechen. Gehen mit, nehmen mit, auch zu sich nach Hause, das ist festgestellt. Ja, aber mit dem wollte ich nicht. Ich habe ihn gehen lassen. Er war wütend, bezahlte und verschwand. Ja, er ist rausgegangen und hat draußen auf Sie gewartet. Gewartet? Der hat doch nicht auf mich gewartet. Sie wollten nicht, dass man Sie zusammen rausgehen sieht. Ja, aber das stimmt nicht. Der Mann zog ab und ich habe ihn nie wieder gesehen. Kennen Sie dieses Mädchen? Die saß doch daneben. Wo daneben? Neben uns, an der Bar. Das junge Mädchen hat schon wieder damit zu tun, Rehbein. Wer? Womit? Das Mädchen mit dem zweiten Mord. Der Engel ist kein Engel, aber das wussten wir ja schon. Guten Morgen. Morgen. Morgen, wie immer der Erste. Rehbeinchen, ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Gleich, aber jetzt tröst erst mal Erwin, der ist ganz vernichtet. Was bist du? Quatsch, aber ich kann einfach nicht glauben, dass dieses Mädchen damit mit dieser Automordgeschichte zu tun hat. Die sagen alle, dass sie wie ein Kind aussieht. Ihr seid ja immer noch da. Trödelt doch nicht immer so rum. Von wem habt ihr denn schon wieder die Schokolade? Die hat Renate Ihnen gegeben. Ach, Renate, Sie wissen doch, Sie sollen nicht so viele Süßigkeiten essen. Ja, ich weiß, Frau Doktor, aber... Deine Gutmütigkeit, was? Kommt ab jetzt, schnell raus. Soll ich dich mitnehmen? Das ist nett, aber ich gehe vielleicht ins Kino. Viel Spaß. Ja, tschüss.
unser Meisterschützer. Prost, Franz. Wollt ihr auch mal schießen? Das gelernt. Was kriege ich denn dafür? Such dir was aus hier hinten. Den Teddybären da, den gelben. Ja, ziemlich gut. Glaubst du, gut schieße ich nicht? Wollt ihr auch mal schießen? Nein, nein, danke. Sind Sie allein hier? Ja. Wollen wir uns irgendwo hinsetzen? Ja, okay, wohin denn? Ach, wir finden schon was. Was trinken Sie denn? Eine Cola. Herr Ober, ein Bier und eine Cola. Sind Sie öfter hier? Nein. Wer kriegt denn den Teddybär? Ich weiß schon jemanden. Ja? Ein Kind? Ja. Haben Sie Geschwister? Nein. Haben Sie gemerkt, der hat sich vielleicht geärgert? Wer? Der von der Schießbude. War doch ein schlechtes Geschäft für ihn. Ja. Also öfter dürfen Sie da nicht hinkommen. Nee, komme ich auch nicht. Sind Sie aus München? Hm? Sind Sie aus München? Nein, aus Augsburg. Ja, ich bin nur ganz kurz in München. Geschäftlich? Ja, geschäftlich. Ich wollte heute Abend noch wohin gehen und dann wusste ich nicht recht, wohin. Wo kann man denn noch hingehen? Hier gibt's doch eine Menge. Würden Sie mitgehen? Wollen Sie denn? Ja, hören Sie, ich bin hier völlig fremd. In Ihrer Begleitung, also was Besseres könnte mir ja gar nicht passieren. Ich weiß nicht. Naja, jetzt trinken wir erstmal, okay? Sie haben noch Zeit, oder? Ja, Sie können sich das ja ganz in Ruhe überlegen. Das eilt ja nicht. Warten Sie einen kleinen Moment. Hm? Sie haben mir immer noch nicht meine Frage beantwortet. Was denn für eine Frage? Ob Sie mitgehen. Haben Sie einen Wagen da? Ja, einen Wagen habe ich schon, aber der steht nicht hier, den müsste ich erst holen. Soll ich ihn holen? Wir müssen zuerst meine Cousine nach Hause bringen. Ihre Cousine? Ist das die blonde Dame, mit der Sie gerade gesprochen haben? Ja. Die kann sich doch hier zu unserem Tisch setzen. Sie hat gesagt, sie wartet draußen. Ach was, das ist doch Blödsinn. Sie will das nicht. Entschuldigen Sie, wollen Sie sich nicht zu unserem Tisch setzen? Nein, danke, ich warte draußen. Ja, warum denn nicht? Ja, ich wollte Sie einladen, aber sie wartet lieber draußen. Wo wohnt sie denn? Nicht weit. Okay, dann zahle ich mal. Herr Ober? Hier. 24. Okay, stimmt schon. Jedenfalls freue ich mich, dass wir beide noch ein bisschen zusammen sind. Sie auch? Ein wenig. Okay, dann hole ich jetzt.
jetzt das Auto und wir treffen uns draußen. Ja. Dann bleiben Sie doch sitzen. Es dauert mindestens 10 Minuten. Haben Sie ein Taxi genommen? Menschenskind, ist das eine Geschichte. Die Cousine, Chef, das ist der Trick. Im letzten Moment kommt die Cousine an, ob man die nicht noch vorher nach Hause bringen kann. Und die Dame schießt. Ich kann einfach nicht glauben, dass dieses Mädchen dazu fähig sein soll, kaltblütig Opfer auszusuchen. Hast du die Cousine näher gesehen? Ja. Könntest du sie beschreiben? Blond war sie, also kein zarter Typ. Wie groß? Ungefähr so groß wie ich. Und das Gesicht? Das Gesicht, ja, das war etwas grob. Also, die war keine Schönheit. Wissen Sie, ich hatte den Eindruck, ich traue mir das gar nicht zu sagen. Der Gang von der war auch so, der war so merkwürdig. Also ein Mann? Ja, das könnte sein. Die Stimme war so unterdrückt, als ob sie heiser sei. Jetzt haben wir es. Ein Mann. Es muss ein Mann sein. Das Mädchen als Lockvogel macht sich an die Männer ran, verspricht ihnen alles Mögliche. Versprochen hat sie mir überhaupt nichts. Und dann kommt sie mit ihrer Cousine an, die in Wirklichkeit ein Kerl ist. Ein ganz brutaler Raubüberfall, der so vorbereitet und durchgeführt wird. Ich kann das nicht glauben. Also da muss es doch eine andere Erklärung geben. Bist du ihr mit dem Taxi nach? Nein, ich hatte ihren Namen, Renate Billard. Und die Adresse. Was sagt der Computer? Renate Billard, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Unbekannt bei uns. Die Herren sind von der Polizei. Sie wollen dich sprechen. Kinder, nehmt eure Sachen. Kommen Sie, Fräulein Biller. Bitte ziehen Sie sich an. Was ist denn? Kommt Renate nicht mit uns? Nein, wir fahren allein nach Hause. Fragt bitte nicht. Ich kann euch das auch nicht erklären. Und den? Den kennen Sie auch nicht? Wieso denn nicht? Der hat Sie doch angesprochen. Der hat doch eine andere sitzen lassen, nur um mit Ihnen loszuziehen. Ich kenne den Mann nicht. Sie sind rausgegangen und er hat gesagt, ich komme gleich nach, ich will erst noch die andere Dame loswerden. Und Sie haben draußen gewartet und dann kam er und hat gesagt, was ist, fahren wir jetzt los. Und Sie haben gesagt, wir müssen aber erst meine Cousine noch nach Hause bringen. Ich habe keine Cousine. Natürlich haben Sie keine Cousine. Es war ja auch gar keine Frau, die in den Wagen eingestiegen ist, sondern ein Mann, als Frau verkleidet. Mit einer blonden Perücke. Und mit einer Pistole in der Tasche. Nun erzählen Sie mal, wie sind denn die Morde vor sich gegangen? Was haben Sie mit dem Mann gemacht und mit dem anderen? Die beiden Männer sind nämlich am Steuer erschossen worden. Mit Kopfschüssen. Wo haben Sie gesessen? Neben dem Fahrer, hinter dem Fahrer? Oh, kommen Sie, erzählen Sie! Ich sag die Wahrheit, ich kenne die Männer nicht. Sie leben allein mit Ihrer Mutter? Ja. Wovon lebt Ihre Mutter? Sie arbeitet. Ja, was arbeitet sie? Sie arbeitet nachts in einer Taxifunkvermittlung. Ihr Vater ist gestorben? Nein. Ich weiß nicht. Aber Sie müssen doch wissen, was mit Ihrem... Ach, Sie sind unehelich geboren. Ja. Ja, also, Frau Billert, dann gehen wir jetzt mal los, ne? Glauben Sie, dass Ihre Mutter noch zu Hause ist? Ja. Du kommst mit der Polizei nach Haus? Was ist los? Was hast du getan? Antworte gefälligst. Du sollst mir sagen, was du getan hast. Frau Billard. Was machen Sie mit Ihrer Tochter, wenn sie den Mund nicht aufmacht? Also, worum geht's?
Hat sie gestohlen? Es geht um Mord. Um zwei Morde, in die ihre Tochter möglicherweise verwickelt ist. Nein, nein, nein. Doch nicht meine Tochter. Mein Gott, das Kind ist nicht einfach, das war sie nie. Sie war immer schwierig. Ich hatte auch immer Mühe mit ihr, aber doch nicht sowas. Sagen Sie, Frau Billett, wie heißt die Cousine Ihrer Tochter? Cousine? Was für eine Cousine? Sie hat gar keine. Was erzählst du denn da? Was machen Sie denn da? Bei Technis Polizei sind. Ist das so interessant? Na, ich weiß nicht. Ja, komm, verschwinden Sie. Ja? Robert, kann der Chef noch mit raus? Erwin möchte Sie sprechen. Ja, ich habe mich auf dem Polizeirevier erkundigt, Chef. Da hört man ganz interessante Sachen. Die Familie Billard ist dort bestens bekannt. Robert, wir kommen gleich wieder, ja? Das ist jetzt 3 Jahre her. Renate Billard war 15. Da kriegen wir aus dem Staatswald einen Anruf. Ein Mädchen sei an einen Baum gebunden, nackt, fast nackt. Sie war von Rostarbeitern gefunden worden. Da hörte ich die erstaunlichste Geschichte meines Lebens. Das Ganze handelte sich um eine Mutprobe. Ja, so ein Gesicht habe ich damals auch gemacht. Sie hatte sich an einen Baum binden lassen, am Abend vorher, die ganze Nacht am Baum gehangen, um eine Mutprobe abzulegen. Ja, und wer hat die von ihr verlangt? Ein gewisser Hagen, Helmut Hagen, etwa 30 Jahre alt, ein Freund ihrer Mutter. Wir haben den Mann natürlich sofort kommen lassen und vernommen. Der Mann war rotzfrech und beschwerte sich, dass wir ihn geholt haben. Na und? Ist was passiert? Ist jemand zu Schaden gekommen? Das war eine Wette. Ich hab gesagt, du hast Angst. Sie hat gesagt, nein, hab keine Angst. Okay, das werden wir ja sehen, habe ich gesagt. Und wenn ich dich an einen Baum fessle, tust du. Nachts. Macht mir nichts aus. Und nackt, wenn du willst. Na, fragen Sie es auch, wenn Sie mir nicht glauben. Stimmt's? Komm, sag's laut, sag, dass es stimmt. Ja, es stimmt. Na also, sie wollte zeigen, dass sie Mut hat und sie hat Mut gehabt. Und Sie lassen dieses Kind tatsächlich eine ganze Nacht an einem Baum hängen? Hören Sie, was wollen Sie überhaupt von mir? Hat mich irgendjemand angezeigt? Sie hat das doch voll richtig, Sie müssen uns gehen lassen. Komm, Kleines. Oder will noch jemand was von uns? Was für eine Beziehung war das zwischen beiden? Wie zwischen Herr und Hund, wobei ich einen dressierten Hund meine. Und dieser Hagen war der Freund Ihrer Mutter? Ja, er lebte bei ihr schon seit Jahren. Hm. Was arbeitet er? Arbeiten? Das tat er nicht. Es sei denn, man nennt es Arbeit, dass er Einbrüche beging. Ein Einbrecher? Ja, er hat mehrfach im Gefängnis gesessen. Erhard, kommst du mal? Ja. Herr Kommissar, das ist mein Kollege Schulte. Erhard, erzähl doch mal die Geschichte mit dem Lagerhaus. Es ist vielleicht ein Jahr her. Da bekamen wir einen Anruf, verdächtige Geräusche in einem Lagerhaus. Ach, die Sache meinst du? Ja. Ja, also, wir sind gleich losgefahren. Ohne Blaulicht, ohne Sirene natürlich. Thank you.
sind bestimmt zur Straße. Los, wir schneiden ihnen den Weg ab. Was machen Sie denn hier? Wieso? Ich komme aus dem Kino. Ich gehe nach Hause. Die sagte, sie sei auf dem Weg nach Hause, was wir nicht widerlegen konnten. Da erinnerten wir uns natürlich sofort an die Baumgeschichte und an Hagen. Wir wollen zu Herrn Hagen. Bitte? Hm? Was, hey, was wollen die Scheißbullen hier? Er war schneller gewesen als wir. Frau Billard sagte, der Mann liege seit 3 Stunden in ihrem Bett. Sie müsse es schließlich wissen, denn sie liege neben ihm. Wo ihre Tochter wäre, die sei im Kino. Also eine Art Hörigkeit. Tja. Das Kind hat keinen Vater gehabt. Die Kleine hing sehr an Hagen. Als sie 12 war, ist er sogar mit ihr in eine Kiesgrube gegangen und hat ihr das Schießen beigebracht. Wohnt der Hagen noch bei Frau Billert? Gemeldet ist er da nicht mehr. Was weiß ich, wo der steckt? Keine Ahnung. Ja, der hat hier gewohnt, hat hier gelebt und weg ist er. Den habe ich schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen. Und Sie wissen es auch nicht? Nein. Sie wissen nicht, wo Hagen steckt? Nein. Natürlich wissen Sie das. Und Sie wissen es auch. Sagen Sie mir, wo Hagen sich aufhält. Die Großfahndung läuft sowieso schon. Dann warten Sie doch ab. Renate, wir wissen inzwischen, was für einen Einfluss dieser Mann auf Sie hat. Einfluss? Wie kommen Sie denn darauf? Was für einen Einfluss soll der gehabt haben? Hagen hat hier jahrelang gewohnt. Ein Kind will einen Vater, wünscht sich einen Vater. Und ich nehme an, dass Hagen so etwas Ähnliches für ihre Tochter war. Ein Vater? Der? Hagen ist ein Verbrecher. Und sein Einfluss auf sie ist kein sehr guter. Und das ist etwas, was das Gericht in Rechnung stellen wird. Ihre besondere Lage, ihre Abhängigkeit. Denn sie sind von dem Mann abhängig. Völlig abhängig. War dieser Mann die Cousine? War es Hagen, der die Perücke aufgesetzt hat und sich Kleider angezogen hat? Wenn Sie ein Geständnis ablegen... Was für ein Geständnis? Legen Sie dem Kind doch nichts in den Mund. Und überhaupt ohne Rechtsanwalt dürfen Sie gar nicht mehr mit ihr sprechen. So, ich muss jetzt gehen, ich muss zum Dienst. Schon gut, Frau Billert. Sie kommen morgen um 9 Uhr zu mir ins Büro, ich lasse Sie abholen. Warum nehmen wir das Mädchen nicht mit? Ja, worauf hin denn? Auf unsere Vermutungen hin? Wo ist die Cousine? Wer ist das überhaupt? Wir glauben Hagen. Aber ohne konkrete Unterlagen kriegen wir doch nie einen Haftbefehl vom Ermittlungsrichter. Der lacht uns doch glatt aus. Aber? Nein, wir werden das Mädchen morgen den Zeugen vom Mordfall Brenner gegenüberstellen. Und noch etwas. Du bleibst hier. Wir wissen ja nicht, was das Mädchen tut. Vielleicht nimmt es Verbindung mit Hagen auf. Und wenn sie das tut, dann folge ihr. Ja? In Ordnung. Ich werde dir ein paar Beamte schicken, die dich dann ablösen. Gut. Hagen, hör zu, die Polizei war hier. Die Zeugen kommen morgen, Chef. Aber sie können erst nachmittags hier sein. Das macht ja nichts. Wann kriege ich eigentlich die Akte, Hagen? Walter muss gleich kommen, der holt sie. Also die Fahndung hat noch nichts ergeben, Chef. Es sind die letzten 3 Wohnsitze von Hagen bekannt. Die hat er alle aufgegeben. Letzte Eintragung unbekannt verzogen. Ja, und die Wohnung bei Frau Billert? Die hat er vor einem Jahr aufgegeben, ordnungsgemäß. Mhm. Ehrwein? Ja, das ist Robert, Chef. Ja. Ja? Ach, Frau Billert hat das Haus verlassen. Zur Arbeit gegangen. Mhm. Nein, bleib da, wo du bist. Für mich ist nur das Mädchen wichtig, sonst niemand. Ich überlege die ganze Zeit, Chef. Gibt es das, dass jemand so in Abhängigkeit geraten kann? Es muss doch irgendwo eine Grenze haben. Da muss doch hier drin irgendwo eine Sperre sein. Ja, also Hörigkeit ist ja eine Krankheit. So, dass man alles tut und alles in Kauf nimmt?
Hier hast du eine totale Fixierung auf einen anderen Menschen. Ich meine, der eigene Wille wird völlig ausgelöscht. Dann wäre es also denkbar, dass dieses Mädchen neben dem Opfer gesessen hat, als Hagen es erschoss? Ja, das ist denkbar. Das ist Hagen. So sieht er aus. Hast du diesen Mann gesehen? Ich muss mir die Perücke vorstellen. Mal sie dir. Das ist die Cousine, Chef. Bist du verrückt? Warum bist du hergekommen? Vielleicht hat sie doch was gesagt. Nein, ich glaube nicht. Ist sie oben? Ja. Allein? Ja. Hör zu. Keine Bullen da? Nein. Ist das Mädchen noch im Haus, Robert? Lass sie auf keinen Fall gehen. Entschuldigung. Ja, hier Moment, Robert. Chef, hier wird ein Hehler von Hagen erwähnt, ein gewisser Baumgärtel. Der Mann wohnt im Haus von Frau Billard. Er hat die Wohnung unter ihr. Wir kommen sofort. Brauchst du nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe aber Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich weiß doch, dass sie dich verhören. Ich habe doch nichts gesagt. Die verhören dich so lange, bis du redest. Nein. Was nein? Ich habe nichts gesagt. Ich schwöre es dir. Ich werde niemals etwas sagen. Niemals. Die machen es nicht zum ersten Mal. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Die fragen dich so lange, bis du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Du bist ja nicht gewachsen, Kleines. Du merkst es gar nicht und plötzlich haben sie dich. Du kannst nichts dafür. Du willst nicht reden, das glaube ich dir, Kleines. Du willst es nicht, aber du wirst es tun. Doch. Doch, du wirst es tun. Nein. Wann holen sie dich wieder ab zum Verhör? Morgen. Die werden dich jeden Tag abholen, bis sie dich weich gekriegt haben. Das ist doch eine Technik, die haben. Dagegen kommst du nicht an. Du kommst nicht dagegen an. Es gibt nur einen Ausweg. Tot bist, dann können sie nichts mehr machen. Dann sind sie abgemeldet. Wer nicht mehr reden kann, von dem können sie nichts mehr wollen. Von dem wirklich nicht. Begreifst du unsere Lage, Kleines?
Ein Leben lang hinter Gittern. Was soll ich denn machen? Du brauchst nur das zu nehmen. In einem Glas Wasser. Trink's auf einmal aus. Es tut überhaupt nicht weh. Geht ganz schnell. Du wirst es tun. Du wirst es tun. Für mich. Ich liebe dich. Bitte. Noch im Haus? Wenn es die Polizei ist? Na und? Kriminalpolizei. Da ist ja Hagen. Herr Hagen, Sie sind festgenommen. Ich? Wieso? Warum? Mein Billard!